Ein wichtiges Klassifikationsschema für Chondrite ist der petrologische Typ. Also das Ganze trifft nur für Chondrite zu und es nennt sich der petrologische Typ. Und das Ganze bezieht sich auf den Mutterkörper, von dem ein Meteorit stammt, als er hier war. Ein Stück von dem Mutterkörper, das wurde später abgesprengt, ist mit der Erde kollidiert und bei uns als Meteorit gefallen. Und dieser Mutterkörper hat jetzt eine bestimmte Temperatur erfahren. Und der petrologische Typ beschreibt, welche Temperatur dieser Mutterkörper erfahren hat, damit auch der Meteorit und welche sekundären Prozesse dieser Meteorit und seine Komponenten erfahren haben. Zunächst mal geht der petrologische Typ von 1 bis 7 und spiegelt damit eine zunehmende Temperatur wieder, also von vielleicht 200 Kelvin bis zu etwa 1000 Kelvin. Man sollte diese Zahlen hier nicht zu genau nehmen. Es geht nicht darum, dass ganz klar ist, ob ein bestimmter petrologischer Typ 20 Grad mehr oder weniger war. Die primitiven Chondrite, die überhaupt keine Alteration erfahren haben, die nicht wässrig oder thermisch sekundär alteriert oder verändert wurden, sind vom petrologischen Typ 3. Also das hier sind die primitiven oder unveränderten Chondrite. Wenn der Chondrittyp dann geringer wird oder der petrologische Typ geringer wird, heißt es, dass der Mutterkörper wässrig alteriert wurde. Also in diese Richtung ist hat eine wässrige Alteration stattgefunden. In die andere Richtung, zu höheren petrologischen Typen, hat der Mutterkörper höhere Temperaturen erfahren und es gab hier eine metamorphe Überprägung. Also dabei sind vielleicht die ganzen Chondren verloren gegangen, mit der Zeit sind die ganzen Chondren verloren gegangen, sind rekristallisiert gemeinsam mit der Matrix und bei einem hohen petrologischen Typ, bei 7 ist praktisch gar nichts mehr vom ursprünglichen Gefüge da und ab 3, 4 fangen schon an, dass die Chondren rekristallisieren. CK-Chondrite zum Beispiel sind von hohem petrologischen Typ, die gewöhnlichen Chondrite sind oftmals von hohem petrologischen Typ. Und die koligen Chondrite sind meistens von geringem petrologischen Typ. Das heißt, die sind vielleicht dann eher sowas wie Typ 1, Typ 2, also wässrig alteriert. In CM-Chondriten beispielsweise, da kann man dann auch teilweise sehen, dass die Chondren schon sehr stark verändert wurden durch die wässrige Alteration, durch Phyllosilikate beispielsweise ersetzt worden sind. Das ist die Einteilung nach dem petrologischen Typ von 1 bis 7. 7 kommt dabei relativ selten vor, die 3 Leiter auch. Hätten wir gerne mehr davon, da es ja die primitivsten sind und wir deshalb die ursprüngliche Zusammensetzung der Komponenten haben, wie sie auch in der protoplanetaren Scheibe waren. Das sind die, die wir also am liebsten hätten. Das ist eine Einteilung, steht meistens hinten dran, zum Beispiel CK4, CK5 oder ein CR3 oder ein CM2. Bei den gewöhnlichen Chondriten oftmals ein H4, ein L5 und so weiter. So was wie L5, L6, H5. Chondrite sind mit die häufigsten, die es überhaupt gibt. Dafür verwendet man den petrologischen Typ.